So, liebe Leute, ich bin Simofix und wir sind hier wieder in Persona 5. Wir schalten jetzt erstmal den blöden Alarm an, denn beim nächsten Mal nutzen wir ihn dann sinnvoll. Beim letzten Mal, was haben wir da so Schönes gemacht? Wir waren in Cheetos Dungeon und haben jetzt hier angefangen mit, dem letzten Dungeon des Spiels. Na, natürlich nicht. Da kommt noch ein bisschen was, aber egal. Haben uns hier mit Sander von einer ultimativ mächtigen Persona hier fusioniert, der so cool ist. Auch wenn ich jetzt dafür meinen guten Grimmel opfern muss, aber aktuell kann ich ihn leider echt nicht gebrauchen. Es tut mir echt leid. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich mich zuvor direkt wieder gewarpt. Wir sind ja schon beim letzten Mal erfolgreich mit unserem Diebstahl hier haben wir begonnen. Wir haben uns nämlich die erste der schönen Karten geholt. Oh, hold on a sec, you guys. When we leave the affected range, it's not really a big deal. It most certainly is a big deal. Explain what just happened to us. It seems like people who Shido views as intruders turn into mice near those Shido statues. Oh, so we're nothing but rodents to him, huh? That's irritating. I agree, but we need to be extra careful when we're in mouse form. We won't be able to open doors, and any enemy we try to fight in that state will beat us to a pulp. So all we can do is hide? I guess we'll have to change to a completely defensive strategy. I hope we can find a secret passage to get through there. So, aber für den Fall, dass das nicht so ist, sind wir coole Mäuse. Schau dir Skala, Mann, dieser energische Bericht. Und wir so diese coole, natürlich Makoto immer ernst, und Yusuke steht einfach wieder so da. Ich bin eine Maus, was soll ich tun? Und die Animation ist so süß. Ja, wir sind hier, wie gesagt, in Cheetos Dungeon und aktuell können wir sehr wenig machen. Wir können nicht mal Türen öffnen. Zack. Aber, wenn wir hier rausgehen, dann sind wir wieder ein ganz normaler, netter Mensch. Ihr seht, das große Problem an diesem Dungeon, besonders an dieser Area, ist, dass man, solange man in der Mausform ist, nicht kämpfen kann. Was auch immer bedeutet, wenn man einen Gegner sieht und der einen findet, man fliehen muss. Und wenn man es nicht schafft, sofort zu fliehen, ist man tot, weil man hat keine Chance. Zum Glück sind die Gegner nicht immer die allerhellsten. Das sind sie sogar nur blau markiert. So. Schauen wir mal. Schade. Nun gut, uns bleibt nichts anderes übrig. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky, aber das kriegen wir schon hin. Man könnte auch immer die Gegner rauslocken, dass man die eben dazu bringt, dass man sich in der Ecke versteckt und dann, dass die Gegner einen da anhüpfen. Oh oh. Oh oh. Lohnt sich aber gerade auch nicht. Was ist denn da der blöde? Hey. What is that von mir? Oh, das ist, oh, nicht Oberon. Ah, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß leider nicht mehr. Ich bin schlecht. Übrigens, wir haben einen coolen neuen Persona. Sortent! Und jetzt überlegt euch mal, dass wir das mit Raphael wird, Mann. Ich freue mich so. Ausnahmsweise freue ich mich das nächste Mal, wenn wir einen Lockdown haben. Oh, und er kann endlich ansturmen. Oh, jetzt ist eine Sache, was machen wir? Also Wintersweichen brauchen wir. Ah, hier machen wir irgendwas. Also Todeswunschmischer bei allen Gegnern. Heftiger Schaden bei einem Gegner. Bei einem Gegner, ja klar, Kopf das weg. Leute, Mann. Jetzt geht's nämlich ins Endgame. Jetzt haben wir langsam mal die richtig badass Personas, die ich in meinem ursprünglichen Lauf alle niemals hatte, wohlgemerkt. Ach, da kann ich aber durch. Cool. Blopp. Und schon sind wir wieder klein. Schwerttanz ist nämlich noch, also es gibt ja normalerweise immer leichten Schaden, mittleren Schaden und schweren Schaden. Aber es gibt noch eine Steigerung davon und das ist Colossal Damage. Und Colossal, also ich weiß, sehr severe, weiß gar nicht, wie sie es übersetzt haben. Aber zumindest das ist das Stärkste, was es gibt. Und so einen Skill haben wir gerade hier mit Swordtanz.
Ultimativ stark, ultimativ mächtig und sieht sehr cool aus. So wird es nicht. Hier gibt es irgendwo, glaube ich, einen Eingang, wo wir uns durchmausern müssen. Da wäre er. Da wäre er. Sehr gut. Und da, weil es ist so geil, nämlich deswegen habe ich so gerne mit Raphael gespielt bei meinem neuen Durchlauf. Weil Raphael... Ah, endlich. Schalter. Ist nämlich so nice, weil du kannst mit ihm Heatraiser machen, was alles, also alle Statusattribute eh schon nach oben haut. Komm her. So. Und dann machst du noch den einen Skill, dass noch die Attacke sich verdoppelt. Und dann haust du Sword Dance raus und dann weißt du, was der Schaden macht. Ist ja cool. Also, Tür geöffnet, sehr schön. Das Problem ist nur, man muss manchmal auch in diese es Maus sich hier bewegen, weil man eben sonst nicht weiterkommt. Ich glaube, ich werde jetzt nicht in eine Maus verwandelt. Nicht Raganda? Na, Raganda habe ich ja. Keine Ahnung, wie der ist, aber... Ich glaube, das ist jetzt wieder einer von den lustigen Gegnern, die keine Schwächen haben. So wie ich halt. Habe ich gerade 392 Schaden gemacht, einfach mit einer physischen Attacke. Ich glaube, wir sind überpowered. So, ach. Ich? Geschockt, Mann! Ich bin Sandal von Baby! Als ob irgendjemand eine Chance gegen uns hätte, Mann. Oh nein! Scheiß weg, Mann. Schade. Kannst machen, stirb mir nicht. Die Musik ist so cool. Hallo! Und ihr seht, was wir inzwischen an Erfahrung hier bekommen. Hammergeil. So, Hiebhagel. Mittelschwerschaden bei einem Gegner. Bei allen Gegnern. Ist zwar besser als tödlicher Zorn, aber ich mag das mit, dass die Übergabe, dass das dadurch stärker wird. Deswegen lernen wir den Skill nicht. Also meine Heilerin, ihr wisst ja, ist eigentlich nicht Morgana mehr, ist Makoto. Mir langt das Medirama. Wenn Makoto übrigens noch Medirahan gelernt hätte in diesem Spiel und ein Wiederbelebungsbuch, dann wäre sie eigentlich einer der besten, wäre sie eigentlich der beste Charakter, weil dann kann sie draufhauen und komplett heilen. So fehlt dir das ein bisschen. Also jetzt ist die Tür offen. Und wir können hier zurückwandern. Servus. Zerfleddert hier. Und jetzt geht's hier weiter. Nein! Oh, hätte ich noch Block machen können. Nun gut, kämpfen wir mal. Gegner ohne Schwächen, was seid ihr denn für Penner? Mobs you dein! Xanaphon war übrigens ein Special Gegner in Digital Devil Saga. Da war es der Special Fights, die man am Ende noch machen konnte und der war so hart. War der drittschwerste Fight im Spiel und ich meine, das ist bei einem Spiel, wo der schwerste Fight vielleicht der schwerste Videospielfight aller Zeiten ist. Also das ist schon ein Statement. Um es mal so zu sagen. So. Also wir müssen übrigens die Statue im Hauptraum ausschalten, ansonsten kommen wir übrigens gar nicht weiter. Nur mal so, was wir hier gerade machen. Ah, müssen wir nicht? Okay, gut. Aber ich glaube, wir kommen ja später nochmal zurück. Ich bin mir aber gerade unsicher. Egal. Wird schon. So, ich hoffe, jetzt geht's schon zum Pool-Level, weil das Pool-Level ist eigentlich ganz lustig. Weil ganz ernsthaft, ein perverser alter Typ, der Frauen gerne mag, da wissen wir, wen wir dafür brauchen. So, boah, voll schnell haben wir das hier geschafft. Wundert mich gerade.
aus für umgängliche Kleider. Das ist ein Pool. Zieh die Ballsachen an. Lass uns in der Sonne flätzen, in den Himmel starren und einfach in ein Paradies faulenzen. Solange ich mit Makoto da zusammen bin, ist jeder Tag wie im Paradies. Sie hat mich gezwungen, das zu sagen. Na, mein Gott, ist super. Also. Meins. Gehen wir in den Safe Room rein. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt noch ganz geschwind, uns hier die zweite. Das zweite Empfehlungsschreiben hier zu holen. Habe jetzt den. Oh, jetzt habe ich es unter das Safe Game überspeichert. Ich habe eigentlich mal gerne ein Safe Game außerhalb vom Palast, aber egal. 98 Stunden, Leute, mal nächste Aufnahmesession. Da ist es dann soweit. Die 100-Stunden-Marke wird gebrochen. Entweder Max, der tut die ganze Zeit so rumsäuseln und kriegt nichts auf die Reihe. Oder spielt auch einfach viel länger als das Original. Eins von beiden. Also, hier ist der Pool. Und wir sollten jetzt hier den nächsten Typen finden. So, da geht's dann nicht rein. So, wir kommen im Pooldeck. Und dann gehen wir gleich zu dem Typen, wo wir hinwollen. Der sollte nämlich hier sein. Genau, da hockt er. Hey, dude. You got a sec? Nice day today, huh? Actually, maybe not. I want to go swimming in the pool. Yeah. It's your turn, Panther. What? Hello there. We really would like to speak with you. We won't take much of your time. Will you listen? Please, sir. Sorry, but please leave me be. I don't have time for you rowdy children. Hey, you little... No, we apologize for our lack of manners. Come on, Skull. We should leave. The hell's up with that guy? They really have to be acting all high and mighty like that? To be fair, you walked up to him and said, Hey, dude. You need to approach this with more tact. Starting the conversation with a quarrel won't get us anywhere. Our approach doesn't matter if he won't listen to us. What are we supposed to do? Let's speak to the people around here. Perhaps we'll learn more about that man's temperament. At the very least, we might get some kind of hint. I guess that'd be better than nothing. Well, asking for info it is. Okay, let's go. Okay, wir müssen auf diesem Pooldeck die Info sammeln. Red mit allen, die verdächtig werden. So, reden wir mit dem hier, oder? So. Okay, du willst nicht mit uns reden, dann reden wir hinten mit denen. Ich find's toll hier, egal wann ich herkomme. Ich bin immer von schönen Kurven umgeben. Werd nicht gleich rot, du bist doch eigentlich auch nur deswegen hier, oder? Ich hab eine Makoto. Ich musste sagen. Oh, Leute, habt ihr diese Tricks gesehen, wie ich dem hier ausgewichen bin? Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Pavati. Genau deswegen funktioniere ich sie nicht, Mann. Ihr seid mir sehr unsympathische Gegner, gell? Weil ich kann euch nicht mit einem Ding einfach killen. Ja. Also nicht, dass ich irgendwie trotzdem mit euch Probleme hätte. Probleme mit Gegnern, Mann. Alter, wir metzeln uns hier durch, Mann, mit unserer Armada von Personas. Wenn ich mir überlege, wie schwer ich mir beim ersten Mal getan habe, wo ich hier durchgelaufen bin, aber da habe ich auch 100.000 Stunden mit demselben Persona gespielt. Übrigens, wir brauchen ganz wichtig einen Persona, der. Also deswegen ist Sandalphon auch so wichtig und dann halt. Unser nächster Raphael, weil wir brauchen jemanden, der physische Attacken. Der immun ist. In der Badeanzug. Ist der Badeanzug nicht großartig? Er stammt aus der neuen Kollektion eines Top-Designers. An der Bar. Hier kann man solche Badeanzüge ausleihen. Ich habe einen perfekten Plan. Das Lachen war gruselig. Vergiss es. Los, auf zur Bar, Leute. Wie er gelacht hat. So, wird uns sogar angezeigt, wo wir lachen müssen. Das ist aber nett. Hallo, meine schönen Damen. Wurde es hier schon mal von einer Atombombe von Makoto hier angegriffen? Noch nicht? Schade. Bei dir weiß ich leider nicht, was deine Schwäche ist. Ich glaube, es ist... Na, es ist nicht Blitz.
Feuer wird es auch nicht sein, oder? Ich habe die doch gerade bekämpft mit Feuer, oder? Das muss, oder? Schauen wir mal. Aber ich kann, ich habe doch eine Windattacke. Muss ich echt, aber ich kann, ich kann doch mal Fredane einsetzen. Trompeta! Join my course. Ja, komm. Zunächst mal müssen wir das Ganze durchsprechen. Ich weiß schließlich gar nichts von dir. Ich möchte dich etwas fragen. Würdest du auch jemand anderen antun, was du mir jetzt antust? Nein, das will ich nicht. Oh, schlecht. Hin und wieder möchte ich mich für meine harte Arbeit belohnen. Wie würdest du das anstellen? Impulse-Shopping. So. Titania! Verdammt, Mann, jetzt ist mir eigentlich eingefallen. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's. Wahrscheinlich hab ich's irgendwo gelesen, aber. Eigentlich hab ich's nicht gelesen, so. Egal. Habe ich, super. Aber es war so nett, Mann. Da sehen wir irgendeine hübsche Dame im Swimming-Anzug und Ryoji. Deswegen mag ich Ryoji. Der ist ein bisschen simpler halt gestückt als die anderen. Brauche ich nicht, komm. Unwichtig. Kann man da eigentlich auch mal ins nasse Blau springen? Leider nicht. Aber sehr nett, dass hier die Fußabdrücke angezeigt werden, dass ich auch weiß, wo es lang geht. Also. Rein da. Okay, da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir hier rein. Nicht da rein? Oder warte, wir müssen erst mit dem reden. Entschuldigung. Willkommen, wie kann ich behilflich sein? Hey, wie kann ich immer Badesachen ausleihen, oder? Wir brauchen ganz dringend welche. Ah, natürlich. Zeigt mal kurz eure Boardingpässe. Dann könnt ihr gerne welche ausleihen. Du Idiot, komm, Skull. Verschwinden wir. Du auch, Stocker. Echt jetzt, Skull. Was sollte das denn? Hast du plötzlich Lust bekommen, schwimmen zu gehen? Nein, das war Teil meines Plans. Da drüben ist die Umkleide. Du musst mir helfen, irgendwie reinzukommen, Joker. Du bist doch nur die Frauen bespannen. Ich kenne dich doch. Ah, cool. Das ist irgendein Lüftungsgitter. Da kommen wir sicher rein. Du bist echt in die Umkleide? Komm schon. Das ist bestimmt sogar ein Verbrechen. Aber wir sind die Fantasies. Mach einfach mit. Ich habe einen Plan. Hey, Joker. Willst du hier einbrechen? Jo. Watch out! Okay, dann stylen wir uns um, oder? You did it, Joker. We do seem to be inside that door we saw earlier, but why? And more importantly, isn't this a fitting room? Just trust me. Wait here, and I'll be right back. What's he up to? Oh, I have a really bad feeling about this. It's perfect. This'll totally work. Skull, you have quite a scary look on your face. Actually, it's creepy. Oh, don't worry about that. Come on, let's head back to where that former noble dude is. Hey, it's you girls' time to shine. I didn't think that we were really going with such a simple plan. Well, there's no way guys lounging by the pool would not check out girls in swimsuits. I want to go home. Are we really going to do this? No, it's for our plan. Will you stop saying stuff like that with a straight face? If you guys don't hurry, he's gonna go off somewhere. Hello. It's a nice day, isn't it? What do you want? Would you grant us a letter of introduction to Mr. Shido? A letter of introduction, you say? I would never give one to some nobodies like yourselves. A nobody? I've made my decision to only introduce those with a prestigious lineage. No matter how beautiful you girls may look on the outside, your ancestry cannot be changed. Yes, that may be true. But
Well, we're... I'm quite charmed to meet you, sir. My name is Anne Windsor. Anne Windsor? My father is the descendant of British royalty. I beg your pardon. Seriously? These girls are the daughters of my retainers. Oh, yes. Lady Anne treats us quite well. Ah, are you half British, Anshan? I am. Your features are definitely different from Japanese girls. One can easily tell at a glance. People tend to have such misconceptions, but that isn't true. My hobbies include tea ceremonies. Then again, my father forced me to learn that art. I see. I sense a noble aura that is different from your servants. Servants? Lineage is absolute, no matter how much effort a commoner exerts. It is a gap that cannot be filled. You're absolutely correct. I do feel a little sorry for these girls. For real? By the by, about the letter of introduction. If you'd be so generous to grant me one, I'll consider introducing you to my father. Oh, eh. Consider it my way of sending my regards to him. Thank you kindly. But goodness, do you look great in that swimsuit? And such an amazing body as well. You look like you could be a model. Oh, no. Did you make sure to put on sunscreen? Hey, As members of prestigious family lines, why don't we get on more intimate terms? Excuse me? Come now, you peasant servants should take off. You're making her embarrassed. Would you kindly stop this? Want to try on some other swimsuits in my room? Don't touch me, you perv! Nope. Now that I'm done using you, get away, you creep! This guy's a molester! What the? How dare you set me up like this? It's your fault for falling for such bad acting. Oh, shut up! We're doing this! Phoneus, mein aller Freund! Du warst auch einer meiner Albträume in Delsaga. So, hau mal raus, oder? Der kein perverses Meereswesen tut sie. Oh, ist wohl keine gute Idee. Tut sie meine Äne anmachen, das geht ja gar nicht. Das war unsere Schwäche. Das ist eine gute Frage. Scheiß drauf! Wenn wir nicht wissen, was die Schwäche ist, hau mal einfach drauf! Patschi, meine Ryoji! So, schauen wir nochmal Sionga. Ich glaube Sionga. Sionga oder Morgidine war seine Schwäche. Ja, okay, gut. Hau raus, Mann. Sehr gut. Und wir haben es hier schon fast geschafft. Ja. Bam! Man, I'm starving. Allow me. Oh, some yeah! Sauce, a touch of bread. Bon appétit. Oh, man, just what I want. Get out of my face! Can't you want this? Yes, so good. New
Okay, we got the letter of introduction. Only three more left. Were you asking Shido for mental shutdowns too? Contrary to past methods, gaining wealth by lineage alone is quite difficult these days. That's why I begged to be allowed onto Lord Shido's ship. In return for introducing wealthy nobles to him, I requested he enact mental shutdowns for me. I see. So this system of introductions is taking place in reality as well. Lord Shido is extremely cautious about the passengers he chooses. So he's screening potential associates to find wealthy people who won't betray him. And that's why the passengers are wearing masks. He isn't deceived by people's outward appearances. In any case, On, your acting skills have developed quite strongly since our nude incident. Stop bringing that up! Just for clarification, you aren't hiding anything from me, are you? Good heavens, no. Everything is as written in the reports. I hope you remember the conditions for our arrangement. Support me as best you can. Understood? Of course. After all, I am thankful for your aid, Mr. Shido. I'll call in some favors from some old acquaintances and take part in the birth of Prime Minister Shido. I'll have you step down if I catch wind of any slack on your end. Are we clear? Crystal. I'd rather not meet the same fate as those I've eliminated thus far. Good. Nice! So, damit haben wir den zweiten Brief nun erhalten und wir sind hier auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Wir sehen wieder, dass alle, die hier mit Shido zu tun haben, arrogante Fatzen sind, Spinner und Perverslinge. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja der Grund, wieso wir uns Shido definitiv schnappen müssen. Okay, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Persona 5 und dann holen wir uns noch die restlichen Einladungen. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.